Und raus da mit den Brocken. Der nächste Silberlachs, die wollen wir haben hier am Yama. An dem Spot rasseln sie rein. Zack, also direkt wieder auswerfen. Ich teste hier schon ein wenig, probiere verschiedene Köder aus, verschiedene Spots schon wieder getestet. Und ich habe das Setup auch noch mal ein bisschen feiner gemacht. Bisschen leichter, bisschen kleiner reingegangen, damit wir hier nicht mit so einem übertrieben schweren Set sind. Und es klappt bisher auch schon ganz gut. Was bisher funktioniert, was man schon mal sagen kann, sind die Farben. Also im gelblich-orangenen Bereich läuft das hier, zumindest an der Stelle. Und das eben auch mit verschiedenen Ködern. Also mit einem Spinner war ich hier unterwegs oder eben auch hier gerade jetzt mit verschiedenen Blinkern. Und jetzt muss ich natürlich nur noch gucken, dass ich das genau an einer gewissen Stelle, vielleicht gibt es irgendwo hier mittig so einen Spot, wo die immer wieder spawnen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich genau noch mal gucken, wo trigger ich die Silberlachse am ehesten. Die Kleinen, die waren vorne an einem anderen Spot und hier ging es gerade los mit in der Nacht mit einer Esche und dann in den frühen Morgenstunden schon hier mit 3,5 Kilo und jetzt gerade hier direkt der nächste Silberlachs. So soll das sein. Ich werfe mal nicht ganz so weit aus, werfen wir mal nur so ein bisschen in den Mittler. Zack, na, vielleicht ist das genau die Entfernung. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wenn da sofort die Bisse kommen, jetzt natürlich die Frage, was ist es? Ein Silberlachs. Tipptopp. Die wollen wir haben. Genau die wollen wir haben. Zack, dann werfen wir da nochmal wieder hin. Und leiern da vorne in der Area nochmal ein bisschen durch. Das ist... Zack, guck mal da. Oha. Das hat aber Schmackes hier. Das hat aber mal ein bisschen mehr Gewicht. Vielleicht der erste große Keter. Eieiei. Sehr schön. Nee. Ei. Komm ran hier, Kamtschatka Regenbogen, lange nicht gesehen. Schönes Ding, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also, das war jetzt vielleicht ein bisschen knapp ausgeworfen, aber wir leiern weiter durch. Also, das alleine jetzt schon, super viel Kohle für diese paar Fischis hier. Das lohnt sich richtig und vor allem vom Setup her relativ simpel, relativ leicht zusammengebaut. Zack, der nächste Silberlachs. Also, sensationell. Ich versuche mal einen Clip zu machen. Ich versuche mal einen Clip irgendwie einzustellen. Ich schätze, das sind circa 30 Meter hier. Probieren wir das mal aus. Nee, noch nicht mal. Aber ich denke mal, mit so circa 30 Metern reicht das hier an der Stelle. Wenn man einen Clip setzen kann, also wenn man hier mit Stationärrolle unterwegs ist, nicht mit den Konventional- bzw. hier mit Baitcast, den Round-Profile-Rollen, dann kann man ja einen Schnurclip setzen. Also, sensationell. Sensationell. Ich würde sagen, das sind eher vielleicht 25 Meter. Gerade nochmal ein bisschen doller aufgeladen, immer noch nicht richtig reingekommen in den Clip. Also sind das eher so um die 25 Meter an der Stelle. Ich teste gleich nochmal nach. Aber das ist natürlich schon top. Und ich habe schon gedacht, verdorrig, fängt man denn jetzt nur noch am Nordmeer was? Nee, auch hier geht es schon gut los. Das ist doch schon top. So, locker durchziehen. Ich gucke nochmal eben jetzt gleich ins Setup rein, wie das hier gerade zusammengebaut ist. Damit man da ungefähr einen Eindruck hat und welche Köder noch funktioniert haben. Das ist jetzt hier... So, also gucken wir mal gerade rein. Der Weiko. Weiko 14, 14er Weiko-Serie, immer top. 14 Gramm, also 12 Gramm, 14 Gramm, 15 Gramm. Das sind diese drei Gewichtsklassen, die super funktionieren. 12 Gramm Spinner, 14 Gramm hier die Weikos, beziehungsweise auch die 12 Gramm, gucken wir mal eben hier, die Type 1. Type 1 in 12, dann in 14 Gramm die Weikos auf jeden Fall testen und in 15 Gramm, einfach nur in der Suche 15, die Slimshots testen. Das ist sensationell. Und bei Hashtag 3, also da haben wir die 3, haben wir hier die 12 Gramm Hornet zum Beispiel. Den werfen wir auch nochmal eben raus. Der ist nicht so schwer, aber wir kommen damit genau da vorne hin, wo ich hin wollte. Perfekt. Und dann leiern wir den einfach nochmal durch.
relativ langsam bin ich hier unterwegs. 28 von der Geschwindigkeit, gar nicht mal so ganz dick und schnell unterwegs. Und das war doch schon mal ganz gut hier. Also innerhalb so kurzer Zeit von nicht mal 10 Minuten, das sind hier, ich schätze einfach mal 200 Silber. Das sieht doch schon richtig gut aus. Setup, genau. Setup. Ich habe mir einfach mal hier die kunterbunte Schnur geholt, die mit 30 Kilo jetzt hier bestückte, und habe hier ein 12,7er Vorfach drauf. Wenn wir jetzt auswerfen, da gucke mal, wir haben noch unten stehen 20 Meter ungefähr. Ist halt nicht ganz so genau, vielleicht sind es 23, ich sag mal zwischen 20 und 25 Meter. Zack, sollte das doch hier sein an der Stelle. Aber ich glaube, ich müsste ein bisschen größere Köder dran machen. Andere Möglichkeit wäre noch der Hunter. Hunter-Serie, auch immer absolut lohnenswert. Das kann man auch immer wieder gut verwenden. Gucken wir, bauen wir auch mal direkt eben um. Hunter, und zwar die Zweier. Hunter 2, hier ist er. Liegt so bei, da unten ist er, bei ungefähr 13 Gramm. Na guck. Also auch ungefähr so weit auswerfen. Zack, ja, so in Richtung 25 Meter. Und dann leiern wir den auch langsam durch. Man muss natürlich immer so ein bisschen die Geschwindigkeiten vielleicht ein bisschen mehr anpassen. Ich versuche immer, dass unten die Actionbar so ein bisschen mehr ins Trudeln gerät, dass der Spinner oder der Blinker richtig schön in Action ist. Das heißt, da auch immer so ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht verschiedene Geschwindigkeiten wählt bei den unterschiedlichen Ködern. Und dann auch einfach mal rumprobieren. Klappt das vielleicht mal sehr langsam gut oder klappt das vielleicht deutlich besser, wenn man so einen Köder dann hier mit eher 40 oder 50 durchzieht. Das muss man natürlich testen. Und das kann natürlich auch variieren. Wir haben jetzt gerade wettermäßig, es ist sonnig hier jetzt gerade am Yama. Ja, ich sag mal gar nicht so warm. Knapp 12 Grad jetzt hier. Das passt doch ganz gut. Und ja. Da sollte man natürlich darauf achten, dass man auch ungefähr ein ähnliches Wetter hat, wenn man das hier dann ausprobiert. Bei starkem Regen könnte das zum Beispiel gänzlich anders aussehen. Von der Position her, wer es noch nicht erkannt hat, ich bin hier unten direkt am 2,5 Meter Loch. Eine ganz klassische Stelle für Rotlachs oder eben auch für die Silberlachse. Wenn man jetzt gezielt eher auf Rotlachs gehen will, dann würde ich hier vielleicht ein bisschen kleiner reingehen. Ich gucke gerade mal, was ich hier habe. Ich glaube, da macht sich sogar das Belaya-Set, könnte man hier sogar noch verwenden. So, da ist es. Und dann nehmen wir jetzt hier einfach mal das Kleine mit 6 Kilo. Ne, das machen wir ein bisschen mehr. Am Yama können wir auch so um die 9 Kilo ganz gut unterwegs sein. So, dann haben wir das hier zusammen. Und dann machen wir hier nochmal Hashtag 1. Nehmen wir mal hier so einen kleinen Hornet mit rein. Oder auch der rote funktioniert auch immer top. Und dann geht man hier einfach mit diesem kleinen Setup mal rein. Klein und fein, das triggert dann nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen besser die Rotlachse. Wenn man jetzt speziell die Rotlachse sucht, kann man das probieren. Auch andere Farben natürlich da durchaus mal probieren. Ob das jetzt hier schwarze Spinner sind oder dann auch die knallroten. Die funktionieren immer wieder ganz gut. Ja, das würde jetzt natürlich auch wieder ein ganz neues Suchen bedeuten. Das heißt, hier jetzt wieder die Farben testen für den Rotlachs, die Entfernung testen. Wo hält sich der Fisch auf? Welche Köder sind gerade oder welche Farbvorlieben sind gerade aktuell? Also das würde dann wieder ein neuer Test bedeuten. Dauert in der Regel ja nicht ganz so lang. Wie gesagt, wenn ihr die gerade genannten Köder habt, die einfach in den Farben durchtestet an so einer Stelle, dann ist man relativ schnell eigentlich dabei, dass man zwei, drei Farben hat, die funktionieren auf den verschiedenen Ködern. Und dann testet man diese Farben auf den Ködern nochmal durch. Und dann hat man eigentlich in der Regel eine Stelle, die dann auch am Yama wieder ganz gut funktioniert. Ja, hier wäre jetzt zum Beispiel auch gleich nochmal was Schwarzes interessant, gerade wenn man so fein unterwegs ist. Oder dann vielleicht auch nochmal was im grünen Bereich. Machen wir hier einfach nochmal den schwarzen selbstgebastelten rein. Auch das ein absoluter Klassiker, der immer wieder ganz gut funktioniert. Ja, Wurfweite ist natürlich auch da wieder so ein Punkt. Achtet darauf, dass ihr hier richtig gut weit auswerfen könnt. Das ist am Yama wichtig.
wenn noch nicht gesehen, ich hatte ein Anfänger-Yama-Start-Setup gemacht. Dieses Setup ist ideal, schon weit, weit vor der Yama. Das heißt, man kann das im Low- und Mid-Level-Bereich schon, ich sag mal 20 plus, kann man sich das vielleicht schon zulegen. Dann kann man damit am Koori angeln, dann kann man damit auf Hechte angeln und später natürlich dann auch hervorragend an der Yama damit Gas geben. Das verlinke ich auf jeden Fall nochmal das Video dazu, denn das Setup lohnt sich absolut und es passt eben genau in das Gesamtsetup, also das, was man sich im Idealfall so Stück für Stück aufbaut, um ganz gut vorwärts zu kommen. Ja, jetzt wie gesagt, baue ich gleich wieder zurück auf mein Silberlachs-Setup. Guck mal hier auf dem schwarzen auch nochmal Silberlachs. Also Silberlachse hier an dem Spot, egal was man reinwirft, hier sind wahrscheinlich jetzt gerade Hotspot-mäßig am ehesten die Silberlachse. Sieht gut aus. Also jetzt hier für 17 Minuten, 15 Minuten das Durchprobieren hier auf den Köder war doch schon richtig gut. Kann sich sehen lassen. Ich teste jetzt hier weiter, wenn es dir geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, immer um 19 Uhr. Petri.